da diese, also die letzten, diese 3D da. Also. Halt, Monkey Island 4 kannst du ja schon vergessen. Also. Das war aber noch von den Witzen halbwegs in Ordnung. Aber jetzt diese Tales of Monkey Island, diese Episoden, weißt du welche? Ich weiß, was ich du meinst. Mir. Von Telltale. Ich hab's mal, ja, gekauft. Sagen wir mal so, hier im Let's Play. Und dann, wie gesagt, und dann haben wir... Aber ich bin schon ziemlich stolz auf dich, was du alles für Geld machst, um die Geld ausgibst, um die Videospielindustrie am Leben zu erhalten. Das mache ich doch. Für gute Sachen gebe ich auch Geld aus. Muss ich jetzt nach rechts oder nach links? Ah, da ist es. Ja. Ist das ein? Nee, das ist gar kein. Nee, das ist ja nur Feinabstimmung. Da ist eins. Genau, müssen wir nämlich genau. Auf diese, genau so, auf diese Ecke. Und dann einmal drauf. I see the right horn. Okay, das war's schon mal nicht. Tatsächlich, was war da denn nochmal? War das so? Nee, das war ja schon so richtig, das ist ja das Komische. Dann müssen wir was das andere vielleicht machen? Das glaube ich. Ach so, jetzt weiß ich schon, das muss anders. Warte mal. Mach mal jetzt ein, nochmal, nochmal und jetzt so. Nochmal, genau so. Das wusste ich auch noch. I see the left horn. Aber das finde ich hier, hätten sie ein bisschen großzügiger machen können, weil es ist ja eigentlich egal, ob man, oder dass man genau die Ecke, ja gut, aber das war ja eigentlich die Ecke. Boah, das hat es ja so ein bisschen schwer gemacht, ne? Sag ich mal, ja, gerade für Jüngere, die das noch nicht so das Verständnis vielleicht dafür haben. I see the right horn. Was ist denn hier wieder kaputt? Jetzt weiß ich gar nicht, was da, warte mal. Dann mach noch mal eins weiter nach links mit der Feinabstimmung. Machen wir jetzt mit dem kleinen Regler, genau. Und jetzt? I see a wall. Hä? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ach, jetzt weiß ich schon. Wir müssen das Ding doch mitnehmen und auf die andere Statue legen. Ah, sind wir Gott, ey. Beide schauen mal wie die Blöden. Mann, sind wir Profis. Ja, da sind wir ja trotzdem. Aber jetzt in diesem Rätsel haben wir echt jetzt uns leicht blamiert. Aber das war trotzdem lustig. Ah, ich sag mal so, es macht mir schon so ein bisschen Probleme, nebenbei reden, nachdenken und noch gucken, was hier so los ist auf dem Bildschirm. Ja. Also. Aber das ist ja glücklicherweise, kennen wir das Spiel so gut. Sonst wäre es noch schwieriger, aber doch fast gar nicht. Wenn wir das blind spielen würden, dann wäre es... Aber wenn wir das blind spielen würden, hätten wir auch diese Begeisterung dafür. I see the right horn. Ach, Gott sei Dank. Hello, what's this? So, jetzt brauchen wir aber meine Schiffsrippe nochmal. Da fällt mir gerade ein, jetzt kommt Level 2 von dem I already have it. Plato-Rätsel. Gleich. Genau. Hey, there's a stone disc down here. It's got a hole in the middle and little moons carved into the surface. It must be one of the moonstones Plato wrote about. Ich war da mal so froh, wo ich das gefunden habe, die Mond. Sag mal so, wenn du das Rätsel nicht kennst, gehört schon ein bisschen was dazu. Ja, natürlich. Also, das ist nicht ganz ohne das Rätsel, finde ich. Aber trotzdem ist es alles so weit kompakt und übersichtlich, dass du noch aber drauf... erinnert einen natürlich auch an Jäger des verlorenen Schatzes, ne? Mit diesem Vermessungsgerät und so. Und wo die in Algier, wo er da diese Ausklammungsstätte gesucht hat. Genau. Gut, es war Ägypten, richtig. Ne? War das nicht Ägypten schon, wo er da war? Ach, Kairo, nicht Algier. Kairo, genau. Kairo, ne? Ich habe mich jetzt, ja, wegen Indy 4 habe ich jetzt mich vertan wieder. Ja, das sind ja auch die Säulen, die sie danach gemacht hatten. Ne? Die sind aber gut dargestellt. Die sind ungefähr genauso billig, stehen die jetzt da auch nachgemacht. Genau. Was heißt billig? Damals, ja, ich weiß nicht, ob das damals noch 45 war, das schon nachgemacht? Ich glaube nicht. Würde mich mal interessieren, wie das damals aussah, so Anfang letzten Jahres. Genau, ob das wirklich schon so rot war damals. Aber ich muss sagen, Kreta haben sie gut dargestellt. Also Kreta, so habe ich es auch in Erinnerung. So ein bisschen. Habe ich auch so ähnlich. Das blaue Meer. Natürlich hat sich heute auch viel verändert durch Industrie und den ganzen Scheiß und Tourismus. Aber ich denke mal so, Anfang letzten Jahrhunderts, wenn du mal dort warst, war bestimmt traumhaft. Das ist klar, bestimmt. Wie gesagt, ich finde auch, da gibt es auch kaum Palmen auf Kreta, haben sie schon richtig gemacht. Gibt auch kaum Palmen eigentlich. Also ich habe kaum welche gesehen. Viele Oliven sind ja von Kreta. Also auf vielen Verpackungen in Deutschland siehst du halt, da drauf steht Spanien und so, aber das stimmt gar nicht. Die kaufen die Oliven von Kreta, von den Griechen auf und so. So, gucken wir nochmal rein. Oh Gott, jetzt kommt's. Hoffentlich wird's bitte einfach. Look at. Jetzt fangen wir an mit so einem komischen Geschwafel da. Also, das erste war ja der
Die aufgehende Sonne. Das war die aufgehende Sonne. Morgen, ja. Da haben wir ja auch relativ richtig gelegen. Und jetzt, at the Greater Colony, a moonstone was also needed with the sun dying. Okay, es hat da eigentlich schon mal Sonnenuntergang. Ach, okay. As a new moon is born. Also müssen wir an den Sonnen, müssen wir an den neuen Mond, Neumond, müssen wir zum Sonnenausgang, ach, zum Sonnenuntergang legen. Okay, also können wir das jetzt schon mal vergessen, ne? Das. Also jetzt zählt der Absatz. Wir genauso machen, das ist ja die, das, hier geht es ja um die Hörner. Die Hörner, ne, die Hörner, das trifft immer noch alles zu, ne? Weil, guck mal, die Hörner sind ja immer da, wo sie waren, oben im Norden. Genau. Und das müssen wir dann genauso platzieren, also die Sonnendisk muss genauso platziert sein. Okay, wir probieren das jetzt mal. Mal probieren, klar. Indeed, das ist noch nicht offen. Der läuft ja schon so hin gegen die Wand. So. Ne, die Sonnendisk muss auch hin. Also die Rising Sun machen wir jetzt nicht oben hin, oder was? Doch, genauso doch, wie vorhin. Nochmal. Und jetzt so. Müssen wir gucken, wo der Sonnenuntergang ist, unten, ne? Ja, genau, dann den machen wir jetzt unten. Diesen und? Neumond. Genau, nee. So. Müsste dann nicht sein. Oh, hier was? Du hast es drauf. What do you know? A secret door. Also, aber ist wirklich die einfache Variante. Es gab nämlich noch andere Umschreibungen, das sage ich dir. Ich habe das immer gar nicht so geblickt. Ich hab das jetzt so rausgelesen, dass der zweite Absatz eine neue Steinreihenfolge irgendwie auslöst. Das ist falsch. Nee, ist wirklich so, wie gesagt, weil du musst ja, das gilt ja an alle drei dann insgesamt. Und hier finde ich auch die Musik so genial, wenn man hier reinkommt. Die ist eigentlich mit die beste im ganzen Spiel, echt. So, ja, the legend of a labyrinth hidden under the ruins of Knossos is true. The legend of Atlantis isn't any more far-fetched. Maybe it's true too. Das ist auch so cool, wie das sich so langsam hier rauskristallisiert, dass das doch immer wahrer wird, ne? Dieser Mythos, dass er immer wahrscheinlicher wird. Aber sag mal so, das Schöne am Leben ist ja, wenn man noch ein paar Sachen hat, die wir gehen noch mehr durch. Ja. Oder nee, wir nehmen zwei, ne? Wir müssen, glaube ich, zwei nehmen. Wenn es noch ein paar Sachen im Leben gibt, die man nicht genau weiß und die ungelöst sind, das hält das Leben interessant. Wenn man alles weiß und das, weiß nicht. I can't pick that up. Oder wenn man alles haben kann. Das ist genauso, wenn wir uns fragen, ob es Außerirdische gibt, ob es Geister gibt. Das ist immer echt so interessant. Eigentlich will man es gar nicht wissen, aber trotzdem, man fragt sich, wie das eigentlich, ob das wirklich so ist, aber trotzdem, man will es eigentlich nicht wissen, weil es so schön ist, darüber nachzudenken, ob es das gibt. Jetzt brauchen wir die Peitsche. Ja, genau, das war noch die letzte Figur. Das ist auch so, also dieses Rätsel ist auch ein bisschen seltsam, würde ich sagen, aber naja. Also ich frage mich gerade, dieser Türmechanismus, worauf basiert er, dass man drei Figuren hat? Also die vielleicht noch ein bestimmtes Gewicht haben, keine Ahnung. Ja, ja, aber das ist auch rein logisch jetzt. Davon jetzt abgesehen, jetzt, was haben sie damit bezweckt? Damit nur der reinkommt, der die Figuren hat und dann wieder. Ich meine, man kann sie auch hier wunderbar hier einsperren selber. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo lang. Jetzt kann ich dir leider auch nicht mehr so genau helfen. Das habe ich hier nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, hier ist es nicht. Ich weiß nur, dass ich hier auch lange rumgeirrt bin damals. Ah, oh, Sophia, du stehst ja genial. Oh. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo man ihren Hintern hochheben muss durch so ein Loch oder so. Ja, genau. Daran erinnere ich mich noch, aber das war. Ah, das sieht schon besser aus. Und dann irgend so eine komische Riesenfigur, wo man den Kopf abschießen muss mit der. Dann können wir gleich mal die. Ah, genau. Ich finde, die Musik, die hat wenig Töne teilweise, aber die sind auch gekonnt gesetzt, die Töne, ne? Also, ja, die Kompositionen sind sehr einprägsam einfach. Und ich meine, leider für den Indiana Jones Film, Indiana Jones Fate of Atlantis, wenn es leider nie gegeben hätte, wäre eigentlich genau dieser Soundtrack neu eingespielt vom Orchester eigentlich super, wunderbar gewesen. Also ich glaube, den Film, den hätte man richtig, das wäre auf jeden Fall eine richtige Bombe gewesen. Auf jeden Fall, das ist so schade. Ich komme da immer noch nicht drüber weg, wie ich dir schon mal gesagt habe, dass es den nicht gibt. Das ist echt scheiße. Aber wir können ja froh sein, dass es das Spiel gibt. Stell dir vor, es gibt beides nicht. Ja gut, dann hätten wir aber auch gar nichts zu meckern, weil wir gar nicht wüssten, wovon wir sprechen. Ja gut, stimmt. Hätten wir auch gar nichts zu meckern, weil wir gar nicht wüssten, dass es sowas geben könnte, sowas Geiles, ne?
Aber ich glaube, wir brauchen irgendwie so einen Stock. Wir brauchen so einen Stock oder sowas. Aber wo war der Stock? War der da unten? War dieser Minotaur? Da war doch so eine große Figur, wo man den Kopf mit der Peitsche abmachen musste. Weißt du noch? Ja. Ich weiß aber nicht, wo die ist, die Figur. Gar nicht. Ich glaube, die finden wir gleich. Gibt ja nicht so viele Wege. Nee, stimmt. Mal dadurch? Oder was? Nee, was ich glaube, da rutscht man runter. Meine ich. Nee, doch nicht. Oder das ist eine Sackgasse, ja. Da ist er doch. Ah, gut. Wie gesagt, ich kenne mich zwar gut aus, aber jetzt diese Wege, das ging jetzt auch sowieso nur durch Ausprobieren, weil so auswendig weiß ich das Spiel auch nicht. Leider. Get behind me, Sophia. Das finde ich auch geil. Wenn du so einen kleinen Sophia, eine kleine Gänse gelöst hast, ne? So eine kleine Zwischensequenz. What's going on, Indy? It must be a primitive elevator of some sort. Wenn du hier mal guckst unten, da werden beide Steine nämlich zerbröselt nochmal. Das sind auch und Steinscheiben gewesen, ne? Ja, genau, die werden dann so zerbröselt. Waren das seine? Well, aber guck mal, waren die von Sternhard, ja, aber guck mal, was für ein Schwein die gehabt haben. Das ist gerade der Weltstand, ist der da vorne liegt. Wait, that was all right. Ja, stell dir mal vor, da hier würde jetzt der Mondstein liegen und da unten der Weltstein und der Sonnenstein. Und da liegt auch der Stock, siehst du? This is the world stone that Sternhard swiped in Tikal. Ich finde es jetzt auch richtig gut gemacht. Wenn ich jetzt die Notizen hier lese, da redet auch der Sternhard nochmal. Also nicht irgendwie in der Synchro von Indy, sondern von dem Sternhard. Das finde ich immer gut gemacht. Und da erfährt man auch was über den. It says, über das Rätsel. I am convinced the map room lies beyond the next chamber. Alas, I cannot get past the gate. I need that orichalcum detector. Too bad. He came a long way. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Kette hoch. Ja, genau. Was war auf hinter der Tür da vorne? Was war da überhaupt? Da kommt die Szene mit dem Block. Ah ja, stimmt. Aber was brauchen wir hier denn noch? Diese Orichalcum brauchen wir noch, ne? Ja, genau. Ich glaube, da war so eine goldene Kiste. Ach, die goldene Kiste brauchen wir. Hold on, Jones. Where do you think you're going? I'm climbing this chain. You'd better come back. Trust me. Vertrau mir. Genau. Diese guck mal das Wasser an. Das Wasser, das Wasser von dem Wasserfall ist so ein richtig schöner Pixel, langgezogener Pixel. So. Also, ja, ja, genau, aber diese Silhouette, aus, von wie er da hochklettert durch diesen Wasserfall, ist trotzdem sehr gut gemacht, dass man erkennt, dass es er ist. Ah, scheiße. Ah, ne, du musst da immer drum rum gehen. Drück einfach auf Escape jetzt gleich. And there it goes again. Wait here. Ich wüsste auch gar nicht, weil so das direkt das Gesicht von Sophia siehst du ja so nicht, ne? Weil das so verpixelt ist, sag ich mal. Ja, leider. Da siehst du nur bei dir in der Zeitung. Aber ich wüsste auch gar nicht, wie er. Also, es gab ja noch dieses Action-Spiel, wie hieß das? Indiana Jones and the Infernal Machine oder sowas. Das ach, war, da, der, warte mal, der Turm von Babel. Jetzt müssen wir ein zweites Mal. Muss ich ihn da hinklicken? Oben einfach, auf die Treppe, über der Treppe. Wait here. Und da gab es auch nochmal Sophia, ne? Und das war in so einem 3D dargestellt, aus, sah total scheiße aus. Ja. Ja, du musst jetzt da oben über die Treppe, auf die Treppe gehen. Bei dem Minotaurus. So? Ja. So? Ja, erstmal so. Und dann etwas drin, ja. Nee, so, genau, jetzt am Rand und so, genau. Das war knapp.
Ich fand das ganze Spiel der Turm von Babel nicht so toll, aber mir hat es wohl Spaß gemacht, halbwegs, glaube ich. Aber ich fand es halt jetzt kein Meisterwerk. Also, es war okay, aber mir auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe das damals nur deswegen gespielt, weil es Indie war, aber sonst. Ja, genau. Ich denke mal, das sollte so ein Gegenpart zu Tomb Raider sein oder so. Keine Ahnung. War eigentlich schlechter als jeder Tomb Raider. Also, ja. Es war richtig nachgemacht von Tomb Raider. Richtig schlecht auch teilweise nachgemacht. Aber halt dieser Indie-Bonus, ne, der hat das natürlich dann verwirkt, dass wir das gespielt haben. There, the counterweight is free. Ich hab's auch noch, glaube ich, noch als Original hier liegen. Aber nur die CD mit Hülle, also. Also, ja. Hab's auch nie durchgespielt. Nur so ein bisschen eingespielt. Ich glaube, ich hab's durchgespielt. Ja. Durchaus. Aber war auch nur nervig, dann total schwer, auch übertrieben schwer, so. Naja. Aber so ganz schlecht war's nicht, sagen wir mal so. Ich finde diese Soundeffekte hier bei der Talkie-Version sind auch deutlich besser als die von der normalen Version. Auf jeden Fall. Also die lohnt, wenn man Englisch kann, lohnt sich die auf jeden Fall. There are two more beats underneath it. I'll take them too. Klar. Ah, genau, da muss man den Fisch reinstecken, ne, in die Box. Ich weiß gar nicht, was hier dahinter. Ah ja, ist eine Sackgasse. Guck mal, hier ist das Lukas-Hart-Zeichen oder so. Why, it's pointing at me. Ah ne, wir müssen die Kette, die Halskette von Sophia muss da rein. Ah ja, genau. Wir müssen sowieso dann erstmal zuerst da zu Sophia wieder zurückgehen. Das finde ich am Ende auch krass. Es gibt ja auch mehrere Enden dann, selbst im Teamweg. Also du kannst einmal Sophia retten oder kannst du auch nicht retten, ne? Ja, genau. Aber Sophia muss gerettet werden. Auf jeden Fall, also das lassen wir gar nicht mit uns reden. Ne? Da gibt es keine Alternative zu. Wir sind noch keine Tyrannen. Keine Zicke. So, jetzt müssen wir aber da drauf, genau. Wie? Aber haben sie auch cool gemacht, ne? Dass der Stern halt dann hier unten ist und quasi jetzt keine Vollkarte. Ja, ich denke mal, es sieht bestimmt auch relativ unappetitlich aus. Da ist schon relativ, da siehst du schon die Knochen, ne? Ja, das ist also reich für faul, ne? So enden wir alle mal so in der Art. Ja. Na toll. Schöne Vorstellung. Da kommt keiner rundherum. Na leider. Ich wäre auch gerne unsterblich. The gate doesn't seem to open. It's a narrow crawl space. Kannst versuchen, dass du ein Ja oder so. Listen. Ach, hier muss man die ganz lange überreden, ne? Wie war das nochmal? Das war, glaube ich. Du musst sie ein bisschen provozieren, nach dem Motto, du bist eh zu dick, um da durchzukommen. Ja, genau. You look great in this light. What's that supposed to mean? It's almost pitch dark. Oh, yeah. Sophia. Obwohl, yes? wenn das wirklich so dunkel ist, hat auch nicht mal eine Taschenlampe mit, ne? Aber naja. Ich glaube, in dem Actionweg, da kämpfst du ja noch gegen dieses Muskelpaket da. Arnold, ne? Oder wie hieß der? Und da findest du ja Sophia dann auch nochmal. Ah ja, stimmt. Und da ganz am Ende stehst du dann auch nochmal in so einem großen, vor so einem Höhlenausgang und da siehst du dann auch im Hintergrund so das Meer. Ah, also cool. Das war richtig geil gezeichnet, fand ich. Also die Farben fand ich cool. Let me boost you through that hole. I'm not climbing through there. I'll bet it's full of spiders or rats or snakes. Fine, we'll rot down here like Sternhardt. Das ist wieder typisch Frauen, ne? Ich würde mir da über sowas Gedanken machen, wenn ich da eingesperrt wäre, ob da irgendwie Ratten sind oder. Also da fand ich ja das bei Temple of Doom, fand ich. Ach genau, wo die da dieser Tunnel da voll mit diesen Käfern da. Genau. Fand ich das viel, viel schlimmer. Ja, das waren noch so ekelhafte Viecher, ich weiß gar nicht, was das war. Da gibt's die Nächte. Gibt's so weit die Nächte, was da rumgelaufen ist. Das war echt was wie Aliens sahen die aus, die Dinge. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so Riesenviecher in echt gibt. Ja, das kann schon sein, ne? Ich weiß nicht, ich hab zum Glück bin ich sowas nie begegnet. Ja, genau. You probably wouldn't fit anyway. Was that a crack about my weight?
Hier ist auch viel Umgangsenglisch. Craig, Craig als Witz war mir früher nicht bekannt. Ich dachte, worüber reden die? Über die Droge oder was? Warte mal, warte mal. Ja. Oh, really? Shut up and give me a boost, Jones. Oh, doch. Yes, ma'am. Aber wenn du gesagt hättest, in ein paar Tagen passen wir beide durch, dann hätte ich auch gemacht. Watch those hands, Buster.